Guten Abend. Ich begrüße alle Interessierten an den Bildschirmen zu Hause und von überall aus der Waggonhalle zur Ausstellung im Rotkehlchen. Heute Abend möchten wir die Ausstellung Bildgestaltung durch Personen in betreuten Wohnen von der Eingliederungshilfe Marburg erstmals virtuell eröffnen. Da wir jetzt schon einige Monate im Lockdown sind, komplett, wollen wir trotz allem diese farbintensiven Bilder auf diesem Wege nach draußen bringen. Mein Name ist Marion Preu, ich gehöre zum Leitungsteam der Waggonhalle Marburg und betreue und organisiere die Ausstellungen im Rotkehlchen in der Waggonhalle. Ich begrüße ganz herzlich Frau Kerstin Össülkü, die das Projekt geleitet, die Ausstellung an die Wände gebracht hat und sage guten Abend, Kerstin. Hallo Marion. Hallo Kerstin. Was ist deine Aufgabe in der EGH? Ich bin überwiegend zuständig für das betreute Wohnen und das Übergangswohnen. Des Weiteren bin ich Einrichtungsleitung in unserem Verein. Okay. Wie lange bist du schon in der EGH? Im Sommer werden es jetzt 20 Jahre. Oh, dann hast du also schon richtig viel Erfahrung. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, beziehungsweise was war das für ein Impuls, solche Bilder zu machen, also auf die Leinwand zu bringen? Also wir sind ja immer auf der Suche nach attraktiven Freizeitangeboten für unser betreutes Wohnen. Und im Internet bin ich dann im Herbst 2018 auf diese besondere Form der Bildgestaltung gestoßen. Ich habe dann zuerst zu Hause erste Versuche gestartet, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Habe die dann den Betreuten gezeigt, die waren ganz interessiert. Es wurden dann Förderungsanträge gestellt, auch bewilligt. Und im Winter 2018 bis im Sommer 2019 konnten wir dann durch Untermieterwechsel leerstehende Büroräume nutzen bei uns und im Pooring-Verfahren diese Bilder herstellen. Okay. Hattest du denn vorher auch schon mal andere Bilder, also Projekte gestartet oder ist das dein erstes? Also wir haben in kleinen Maßen, wir haben mal Kerzen gegossen, aber eher so kleinere Sachen. Das war schon das größte Projekt, was wir jetzt gestartet haben. Also ist das so der erste Schritt im Prinzip zur Teilhabe für kulturelle Bildung eures Klientels? Im kreativen Bereich schon, ja. Okay, schön. Was waren denn die größten Herausforderungen bei diesem Projekt? Da gab es mehrere. Also anfangs war angedacht, so, dass wir so Bilder in Zeichengröße machen, DIN A3, für unsere Personen, die dann auch zu Hause selber sich aufhängen können. Dann gab es durch diese positive Resonanz im Vorstand, wurden die sozialen Dienste der Justiz auf das Projekt aufmerksam. Mhm. Diese waren gerade umgezogen in neue Gebäude und hatten lange leere Flure. Das heißt, dann lag der Bedarf auf größeren Bildern, so im Quadratmeterformat. Dann haben wir mit den Betreuten erstmal aus Dachlatten und Leintüchern selber Leinwände hergestellt. Dies war möglich, weil wir in der offenen Werkstatt im Stadtwald sowohl die Geräte, die Werkzeuge nutzen konnten, als auch die fachliche Anleitung bekommen haben. Das nächste war dann die Schwierigkeit, die fertigen großen Bilder zu lagern. Es dauert Wochen, bis sie endgültig trocken sind. In der Zeit müssen sie sowohl vertikal als auch senkrecht ohne Kontakt gelagert werden. Dann haben wir uns aus Fleischerhaken Regale gebaut, um die wir die dann aufhängen konnten und konnten dieses Problem auch lösen. Also vertikal sozusagen aufgehängt an Fleischerhaken? Ja, nee, wir haben dann so eine Gardinenstange genommen, so eine für Bekleidung und haben dann Haken oben dran gemacht und haben die dann so aufgehangen, wie man Jacken aufhängt zum Beispiel. Okay. Das heißt also, da wurden dann auch noch die Menschen, mit denen du arbeitest, die haben dann auch noch Schreinerarbeiten. Genau. Haben auch noch einen Zugang zu Schreinerarbeiten gekriegt. Also was braucht man, um ein Bild zu malen? Und dazu haben wir uns alles gebaut, um das in die Welt zu bringen. Ja, wunderbar. Was waren denn die schönsten Erfahrungen in diesem Projekt? Also allgemein, dass es gut angenommen wurde, das hat mich gefreut, dass die Menschen auch gekommen sind. Manchmal brechen die auch zwischendurch ab. Eine Person hat mir dann im Nachhinein erzählt, dass er jetzt mit dem Bus an der Kunsthalle vorbeigefahren ist. Da würden ja neue Plakate hängen und ob man da nicht mal hingehen kann, das sah ja ganz interessant aus. Ein anderer hatte vom Arzt eine Zeitung mitgebracht und hat gezeigt, da war ein Bericht von einer Frau, einer Künstlerin aus der Schweiz, die nach dem gleichen Verfahren gearbeitet hat. Und da konnte man sich auch nochmal Anregungen sehen.
Es ist ja so, dass unser Personenkreis mit kommerzieller Freizeitgestaltung, dass die oftmals nicht möglich ist aus wirtschaftlichen Gründen. Und deshalb war es einfach schön, dass wir Sponsoren gefunden haben, die uns ermöglicht haben, dieses Projekt zu starten und durchzuführen. Ja, das ist ja schon toll. Also vor allen Dingen hört sich das ja wirklich an, dass Menschen, die so gar nichts jetzt mal mit Kunst zu tun haben, auf einmal so einen Teil Gedanken an sage ich jetzt mal, an Kunst haben, also genau. Sich überhaupt überlegen, boah, was könnte ich denn da machen? Also bis jetzt gab es ja wenig Berührungspunkte zu Ausstellungen oder Museen, und das konnte man ein bisschen wecken, indem sie das Gefühl hatten, da kann man sich auch aufhalten, ohne dass man auffällt, zum Beispiel, oder Interesse zeigen oder sowas. Könntest du denn so ein bisschen erzählen, wer daran teilgenommen hat? Also es sind 12 Personen im betreuten Wohnen, die daran teilgehabt haben. Die Altersstruktur, würde ich sagen, liegt von 30 bis zu 65. So breit. Okay. Da das mit sehr, sehr viel Farbe vonstatten geht, war es immer nur möglich, mit ein oder zwei Personen zu arbeiten, oftmals auch abends oder am Wochenende, um die anderen Bereiche der Eingliederungshilfe nicht zu stören. Aber dadurch, dass das dann halt auch relativ kleine Gruppen waren oder man alleine waren, kamen auch gut Gespräche zustande. Das war dann so ein Sekundärgewinn noch dazu. Also hattest du da so einen therapeutischen Gewinn, einen therapeutischen Kontext da drin. Was konnten denn die Teilnehmerinnen aus diesem Projekt mitnehmen? Was hast du denn da gesehen oder was hast du da wahrgenommen? Dadurch, dass unser Klientel ja nicht mehr durchgehend im Arbeitsprozess ist, ist eine Tagesstrukturierung und eine Freizeitgestaltung enorm hilfreich, um eine zufriedenstellende Lebensgestaltung zu entwickeln. Und das war, fand ich, gegeben, indem die Personen sich gefreut haben auf die Termine, indem ein geringes Selbstwertgefühl, was unsere Personenkreis ja oftmals hat, durch positive Rückmeldungen ein bisschen verändert wurde. So. Also wir waren schon zufrieden, haben dann auch mal einen Kumpel mitgebracht, der sich das dann auch mal angeguckt hat. Und sowas so. Der Satz ermöglichen der kulturelle Teilhabe für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, würdest du den für wahr halten in Bezug auf solche Projekte? Ganz, ganz bestimmt, natürlich. Ich meine, kulturelle Teilhabe bedeutet ja, dass man überhaupt erstmal einen Zugang dazu bekommt, dass man sich sowas erstmal angucken kann, dass man vielleicht auch Dinge ausprobiert und dann, also ich habe von den 12 Personen, haben ja auch 2 gesagt, ich habe das jetzt gemacht, weil ich es versprochen habe, aber ich mache das nicht nochmal. Also, dass man was probiert und auch merkt, das ist nichts für mich, ist ja auch in Ordnung, finde ich, aber man muss es halt einfach mal probieren. Ja, weil es ist ja auch wichtig, ist so jemandem eine Karte ins Theater zu schenken, das kann gut gehen und das kann auch sein, dass dann der Mensch dorthin geht und sich das Theaterstück anguckt, aber erstmal zu erproben, was es heißt, das herzustellen, ist natürlich ein ganz besonderer Weg. Was wünschst du dir denn, dir und vor allen Dingen auch deinen Betreuten für das Jahr 2021. So, was sind denn da ganz wichtige Punkte, wo du sagen möchtest, das ist wichtig, das brauchen wir, um weiterhin so mit Menschen arbeiten zu können? Also ich wünsche mir eine möglichst sichere, möglichst schnelle Rückkehr zu einer Art Normalität für unser Klientel. Unser Klientel leidet extrem unter Einsamkeit, fehlende wirtschaftliche Rücklagen machen das ganze Leben noch komplizierter. Eine Suchtproblematik in Verbindung mit einer psychischen Erkrankung wird immer stärker und immer problematischer. Ich wünsche mir die Möglichkeiten, dass wir diese Ausstellung im Rotkehlchen mit den Betreuten im Normalbetrieb uns angucken können. Ich wünsche mir die Möglichkeiten, die räumlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zu haben, weiter solche Freizeitangebote wahrnehmen zu können. Ich bedanke mich beim Waggonteilen-Team, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, hier auszustellen. Und was hat ein Betreuter gesagt, sich ein bisschen wie ein Profi fühlen zu können. Ich bedanke mich bei den Auszubildenden der Waggonhalle für die Dreharbeiten zu diesem Videoclip und ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit. Ja, Kerstin, das ist toll. Also wir sind auch ganz, ganz, ganz happy darüber, diese Bilder gehängt zu haben. Und wir finden es auch gut, dass wir die jetzt nach draußen bringen können. Und sollten Sie oder ihr Lust haben, die auch live zu sehen, müssten wir mal schauen, wie sich die ganze Situation im Moment entwickelt. Ansonsten ist es vielleicht dann möglich, dass man vielleicht über die IGH die Möglichkeit bekommt, hier mit kleinen Gruppen oder einzeln einfach mal durchzugehen und sich die Bilder mal so anzuschauen, wie sie in Natur sind. Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit und bis bald mal. Tschüss.
Also Marian, was der Wagen war. Thank you.